Ja, was soll ich sagen, ey? Ich bin mal wieder kurz vom Level Up und schön, ganz schön erkennen kann. es sind auch jetzt inzwischen die 250% an 200% EXP Bonus vom Event. Heute ist Sonntag. Bis Freitag geht das Event noch. Bis ihr das Video seht, sind wahrscheinlich schon 3 Wochen weiter und ich bin schon Level 200. Aber weil halt vorher noch AFT und Radiant Hall kam und die anderen Videos dazu vom Leveln. Naja. Dafür habt ihr im realistischen Abstand von 3 Tagen meine Level-Ups. Außer das hier, das war jetzt innerhalb von 2 Tagen. Von weniger als 20 Stunden auf der Map. Ich hatte auch zwischendurch einen Helfer, der wieder nicht im Video dabei ist, weil er wieder einen Disconnect hatte. Ja. Es kommt halt vom Satelliten-Internet, wenn ein Sturm ist draußen. Da fällt das dann halt auch mal aus, ne? Und die 0,6%, die mache ich jetzt mal nicht mit BM, sage ich mal, weil im Anschlussvideo wieder die nächste Tagesquest kommt. Da brauche ich dann sowieso BM. Und dann gehe ich auch wieder hier zumindest meine APs wieder voll machen. Ach, was mache ich denn da? Passieren mir hier nur noch Fehler kurz vorm Level Up. Lächerlich. Und ja, wie ihr seht, Craft Materials gehen high to the sky in mein Inventar. Bis auf die Yellow Paulas, die da sind nur 4, aber auch nur, weil ich schon 127er Stack abgegeben habe. Lol. Also. Dadurch, dass ich jetzt mal mir den BM erspart habe, so gesehen, ist das mal ein längeres Video als nur 2 Minuten oder 1,5. Ihr merkt das ja gerade. Aber da ist das Level Up. Ich mache noch die Welle hier down. Ich nenne es einfach mal Welle, weil wir sind ja quasi wie im E-Kam Leveln, nur effektiver. Ist schon nice, ey. Und bis zu dem Freitag, wo das Event ausläuft, will ich versuchen, 198 zu sein. Also, freut euch auf kommende Videos, die werden schnell kommen. Bis Ende Juli sollen die 200 da oben stehen. Ihr wisst ja noch, ich hatte schon mal die 199 erreicht. Also aufgehört. Schon ein paar Mal erwähnt. Aber bald ist es real. Bald ist es real. Wir sehen uns also bei der nächsten Tagesquest. Ciao.